Willkommen zurück, eine neue Folge Motorsport Manager. Und wir wollen heute zum Phoenix Grand Prix in die USA. Das 10. von 16 Rennen. In der letzten Folge einen super Doppelsieg wieder eingefahren, beziehungsweise in den letzten beiden Folgen jeweils einen Doppelsieg. Und die letzten drei Rennen haben wir auch gewonnen. Also bisher läuft's ohne Probleme. Der Einzige, der irgendwie mithalten kann, ist Lipponen und auch Gonzales zur Hälfte, also Motorsport, Steinmann Motorsport, so heißen sie. Die können mithalten, die anderen, da wird es schon schwierig für die Gegner. Wir wollen ja den Phoenix Grand Prix vorbereiten. Da waren wir ja im letzten Jahr ziemlich erfolgreich. Ich bin gespannt. Die sind beide gleich gut gefahren. Das ist so eine richtige Fangfrage, wo einer dann schrummschmollt. Da muss man aufpassen. Wir schauen mal. Ja, viel besser ist es noch nicht geworden. Schade. Ich dachte, mit dem neuen Scouting-Büro kommen jetzt wesentlich bessere Boxencrews, aber das scheint erstmal noch nicht der Fall zu sein. Wir tauschen wieder aus. Und zwar die besten für die Tankstops und auch die besten für die Reifenstops. Und dann haben wir hier oben noch unseren Experten für den Wagenheber. Sehr gut. So, dann kann es weitergehen. Reparaturen sind abgeschlossen. Wie lang dauert das jetzt noch? 5 Tage nach dem Rennen. Okay. Bis dahin sollte dann der erste Motor auch fertig sein. Da müssen wir den Motor hochbringen der Zuverlässigkeit. Und die Frontflügel sollten wir alsbald auch mal verbessern. Die haben ein großes Potenzial in der Verbesserung. Und wir haben mal wieder ein Fahrerscouting, was wir abgeschlossen haben. Mal sehen, was uns hier als Jungspund reinkommt. Es ist ein Pay Driver, hat aber ein schlechtes Feedback. Also für uns jetzt nicht so sinnvoll. Marktfähigkeit ist auch bei 0. Nee, das passt nicht. Ja, viel mehr haben wir jetzt sicher gar nicht zu tun. Dann geht es direkt nach Phoenix. Der Motor wird dann nach dem Rennen direkt fertig werden. Die Leistung wird etwas länger brauchen. Im Hauptquartier kommen wir auch gut voran. Ich würde sagen, es geht zum Phoenix Grand Prix. Hier bleibt jetzt komplett trocken und ich bin gespannt, wie wir diese Saison in den USA zurechtkommen. Ich bin immer noch ein bisschen skeptisch. Trotzdem, wir haben hier den Vorteil im Reifenverbrauch. Nehmen wir Verizon oder nehmen wir Red Bull? Ich weiß nicht, wie schnell wir sein werden. Es wird ziemlich heiß. Ich gehe mal auf die sichere Variante. Und ich gehe trotzdem davon aus, dass wir hier mit Supersoft-Reifen fahren können, weil unser Auto sehr sanft mit den Reifen umgeht, vor allen Dingen durch diese neuen Bremsen. Wurde der Reifenabrieb ja nochmal verringert. Hier wäre natürlich der neue Motor schon klasse gewesen, aber der wird wohl erst zum nächsten Rennen einsatzbereit sein. Mal schauen. Ich bin gespannt, wie gut wir dieses Jahr auf der amerikanischen Strecke unterwegs sein können. Ja, könnte bald 19 Feedback bekommen. Wäre auch nicht schlecht. Noch ein Feedbackpunkt mehr bringt uns Verbesserung in Sachen des Wissens.
Oh, 6 bis 8 Runden nur. Okay. Ja, wir wollen trotzdem auf die sehr weichen Reifen gehen. Einfach aus dem Grund, dass wir die fürs Qualifying verwenden werden. Bis 10 Runden. Fürs Rennen werden wir dann höchstwahrscheinlich doch die Softreifen nehmen. So wie es derzeit ausschaut. So, und dann gehen wir als erstes komplett auf Qualifying. Trim. Wollen hier eine gute Qualifying-Performance wieder hinlegen. Das kann nämlich hier entscheidend sein. Sehr kurze Runde. Wir sind hier unter einer Minute. Vielleicht bekommen wir da ja auch noch einiges mit dem Renntrim hin, vom Wissen her. Ja, es wird wieder knapp, also ganz schaffen wir es nicht auf Rang 3. Wir gehen jetzt mit Monarolo schon mal auf den Renntrim. Und hier gehen wir noch 2 Stufen höher jeweils. Renntrim. 4 Runden. Weiche Reifen. Und bei Fahrer werden wir direkt. Ah, kann auch noch ein Ticken. Die härtere Variante anpeilen. Und gleich nochmal Qualifying und weiche Reifen raus mit ihm. Dass er das Wissen noch freischaltet. Das müsste eigentlich reichen. Genau, reicht aus. Und jetzt direkt wechseln und mit harten Reifen auf die Renndistanz gehen. Mal sehen, ob es ausreicht. Ich glaube es nicht ganz, dass wir auch da noch Rang 3 bekommen. Aber wir werden es einfach probieren. So, los geht's. So, hier neue Konfigurationsstufe, das ist in Ordnung. Und dann sammelt man noch schön Wissen ein. Ja, es fehlen so 2 Minuten, schätze ich mal, im Training, dass wir auf Stufe 3 kommen können. Stufe 2 ist kein Problem, das kriegen wir auf jeden Fall. Aber Stufe 3 glaube ich fast nicht. Fahrer wird nämlich keine weitere Runde fahren können. Und Monarolo fährt jetzt dummerweise in die Box. Ja, obwohl es reicht. Setup passt. Und hier kriegen wir derzeit Stufe 3. Ja, perfektes Training. Würde ich mal sagen. Also wir konnten alles auf Stufe 3 upgraden. Die Setups sehen wunderbar aus. Von daher kann das Qualifying jetzt gleich kommen. Fahrer Platz 10, Monarolo Platz 4. Wie gesagt, Training hat noch nicht so viel zu sagen. Mal sehen, wie es im Qualifying dann ausschaut. Gut möglich, dass wir jetzt vielleicht auch ein bisschen weiter hinten wieder landen werden. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Die sehr heißen Temperaturen haben, glaube ich, unseren Reifen nicht so gelegen. Aber ich kann mich auch täuschen. So, sehr weich qualifying. Das passt soweit. Das passt auch soweit. Dann fährt man Monarolo heute als erster raus.
und Carreras direkt hinterher. Ja, hier bekommen wir auf jeden Fall. Oh, nicht reinholen. Nicht reinholen. Hier bekommen wir auf jeden Fall drei Stints locker hin von der Zeit. Konkurrenz wird zwei Stints machen. So, mal sehen, wie sie die Reifentemperaturen hinbekommen. Hier einmal perfekt und hier einmal leider überhitzt. Das ist okay. Ja, schön vorbeigefahren. Damit werden wir nicht aufgehalten und haben freie Fahrt. Mal sehen, wie die Bestzeiten so aussehen. Derzeit zwei absolute von Monarolo ist ja auch als erstes auf die Strecke gegangen. Und wir haben hier 54,297 und 2 Zehntel langsamer Carreras. Jetzt kommen die Ferraris mit absoluten Bestzeiten und schnellste Rennrunde. 1,5 Zehntel schneller ist Strambi. Die Öste schiebt sich auf Rang 3. Hier Larsen mit 2 absoluten Bestzeiten und jetzt auch die dritte. 54,0. Und jetzt kommen Steinmann Motorsport. Lipponen schon mit absoluter Bestzeit im ersten Streckenabschnitt. Und Gonzales auf Rang 3. Okay. Wir schicken den nächsten Stint direkt raus. Keine große Zeit verlieren. Und wo kommt Lipponen? Auf Rang 4. Okay, die beiden Ferraris schneller derzeit im ersten Stint im Qualifying als die beiden Steinmann Motorsport. Dann Monarolo auf Platz 5. Danach Lavoie und D'Oste. Und Carreras. Ziemlich schlecht Panther Team Racing. Panther Race Team. Die hatten hier nicht so performance-technisch gute Karten. So, wie sieht es jetzt mit der Reifen? Temperatur aus, immer noch überhitzt und hier ist es etwas schlechter geworden. Wir schauen mal, wie die zweite Runde funktionieren kann. Beide haben wieder freie Fahrt. Monarolo langsamer im ersten Streckenabschnitt, im ersten Sektor. Carreras persönliche Bestzeit. Zweiter Streckenabschnitt. Monarolo persönliche Bestzeit, Carreras dafür langsamer. Und jetzt kommt der letzte Sektor. Das war nix und das war auch nix. Okay, der zweite Stint, den können wir erstmal vergessen. Jetzt ist die Frage, kriegen wir sogar noch zwei Stints hin? Könnten es mal probieren. Die Hälfte ist gerade rum. Könnte sich gerade so ausgehen. Wir probieren es einfach mal. Die Boxengasse ist hier sehr langsam im Vergleich zur Rennstrecke. Auch wenn die hier etwas abkürzt. So, schnell wieder raus. Und wenn es gut geht, kriegen wir hier insgesamt 4 Stints hin. Vielleicht ist ja einer dabei, wo wir so einen Lucky Strike bekommen und richtig schnell sind. Ja, Aufwärmprogramm bei Carreras nicht so optimal. Ist hier, wird hier von jemand anderem noch gestört. So, hier ist es gut. Und hier sieht es perfekt aus bei den Reifentemperaturen. Okay. So, wir starten in die Runde 4 Minuten vor Schluss. Wie sieht's aus? Erster Sektor Monarolo, keine persönliche Bestzeit bei Carreras, ja.
zweiter Sektor. Monarolo auch wieder langsamer und Carreras kriegt's auch nicht hin. Also das scheint wieder nichts zu werden. Nein. Also auch dieser dritte Versuch war nichts. Okay. Vielleicht dann der vierte. Jetzt kommen die Top-Teams und das vordere Mittelfeld. Ja, unser siebter Platz ist halt auch noch nicht sicher für das Sponsorenziel, ne? Aber wir haben genügend Zeit. Wir können die jetzt alle in Ruhe vorbeifahren lassen. Ja, obwohl, nee. Wir gehen mit Monarolo direkt raus. Da ist gerade eine gute Lücke. Und mit Carreras setzen wir kurz danach auch an. So, Monarolo zwischen den beiden Ferraris und Carreras hier vor Murugapan. Aha, der überholt noch, das ist natürlich nicht gut. So, wie sieht's bei der Konkurrenz aus? Die verbessert sich nämlich hier nochmal krass. Und dann ist Gonzales mit 53,8 und Lipponen 2 Zehntel dahinter auf Platz 2. Und somit Steinmann Motorsport mit Doppelpol hier. Strambi schiebt sich noch auf Rang 2 und Larsen auf einmal auf Platz 1. Mundaholo fällt zurück auf Platz 6 vorerst. Jetzt kommt aber noch Kujovic, der hat es ganz knapp nicht geschafft. Monarolo schon wieder langsam am ersten Streckenabschnitt. Okay, der sechste Platz ist uns erstmal sicher. Boah, 5 Zehntel schon Rückstand nach dem zweiten Sektor. Und 7 Zehntel bei Carreras, das wird wieder nix. Ja, aber Monarolo schiebt sich zumindest wieder auf Rang 5, das ist schon mal was. Und Carreras, der hat es dreimal nicht geschafft, seine Zeit zu verbessern, damit nur Platz 9. Okay, Platz 5 und Platz 9. Mal sehen, was wir da bewerkstelligen können im Rennen. Ja, das war schon ernüchternd, besonders dann dieser zweite Stint von den Top-Teams. Da haben sie uns einiges an Rückstand aufgebraten, besonders weil die Runde ja so kurz ist. Naja, schauen wir mal. Im Rennen, da sind wir meistens besser. So, natürlich unser Nachtankenbonus. Und dann 9 Runden Treibstoff. 22 Runden dauert das Rennen. Es wird trocken bleiben. Nicht ganz so warm wie im Qualifying. Könnte uns vielleicht in die Karten spielen. 9 Runden. Bei 22 brauchen wir 7 und 8, so im Schnitt. Und wir sollten ja auf die weichen Reifen gehen. Wir fangen bei Carreras mit 8 Runden an und Monarolo fährt 7 Runden. Und wir bleiben komplett bei Mittel. Hier müssen wir über die Taktik irgendwie versuchen, was zu machen. Deswegen auch die härtere Reifenmischung. Start hat nicht gut funktioniert. Carreras verliert Position. Monarolo ist hier auch schon am struggeln. Aber mit der härteren Reifenmischung ist es halt auch schwierig. Wichtig ist hier irgendwie dran zu bleiben an den Top-Teams. An der Führungsgruppe. So, wie sieht es beim Reifenabrieb aus? Das sind so 9%. Okay. Wir können da etwas aggressiver fahren, wenn wir nur 7 Runden fahren. Oh, und virtuelle Safety Car. Ne, wir gehen da jetzt nicht rein. Virtuelle Safety Car können wir ein bisschen Reifen sparen.
Oh, und das war sogar Lipponen. Da habe ich gar nicht mitbekommen, dass das Lipponen war. Das ist natürlich für uns jetzt so gut, weil jetzt hat Steinmann Motorsport nur noch Gonzales. Der muss jetzt zusehen, dass er das Rennen gewinnt, um hier viele Punkte zu holen für Steinmann Motorsport. Und Munarolo hat hier gleich zwei überholt. Einmal De Oste und einmal Kujovic. Wird allerdings jetzt von Kujovic wieder geschnappt. Das ist jetzt gerade ein ziemlich hartes Duell hier. Und Carreras auf dem vorletzten Platz. Das ist schon ein bisschen deprimierend wieder. Die Leistung von ihm. Finde ich, ja, derzeit nicht so toll. Aber okay, lässt sich jetzt erstmal nicht ändern. Monarolo, die Hähne zu bekommen wäre noch wichtig, weil der ist auf den gleichen Reifen wie wir. Carreras arbeitet sich so langsam etwas nach vorn. Da, Monarolo holt sich jetzt Platz Nummer 5. Am besten wäre es noch auf Lavoie aufzuschließen. Wir können jetzt hier auch mit dem Sprit ein bisschen hochgehen. Ich glaube, die werden auch alle eine 2-Stop fahren. Deswegen können wir hier uns nur während des Boxenstops verbessern. Das Ziel wäre, Lavoie zu bekommen während des ersten Boxenstops. So, Runde 6. 50%. Okay. Ja, die Reifen bauen hier wirklich krass ab. Bin gespannt, was die Supersoft-Bereiften hier vorne gleich machen. Ob die in dieser Runde schon an die Box gehen werden. Carreras muss mal ein bisschen Reifen schonen. Er muss noch eine Runde länger fahren. Die ersten kommen jetzt rein. Und wir geben jetzt mit Monarolo Vollgas. Gehen dann wieder auf die weichen Reifen. Es wird trocken bleiben. Und machen jetzt 8 Runden Sprit. Okay. Und Strambi geht wieder auf die Supersofts. Lavoie wird auch reinkommen. Ja, wahrscheinlich Larsen ist vor uns. Der hat wohl Probleme mit den Reifen. So, erster Boxenstopp Monarolo. Und Carreras fährt draußen weiter. Kann jetzt vielleicht Plätze gut machen. Auch 8 Runden. Überholt hier zumindest die Oste noch. Das ist sehr gut. Und der Boxenstopp bei Monarolo hat geklappt. Jetzt haben die ein bisschen zu viel. Oh, Safety Car. Moment. Erstmal stoppen. Das ist natürlich jetzt ganz schlecht für Monarolo, aber dafür ganz gut für Carreras. Wir gehen jetzt hier voll auf niedrig. Ja, Monarolo vor Strambi, hinter Lavoie. Und Carreras könnte hier, wenn das Tempo so langsam ist, gegebenenfalls sogar die Führung übernehmen. Hat nämlich 30 Sekunden Vorsprung. So, jetzt natürlich alle reinkommen. Der Boxenstopp muss jetzt funktionieren. Da darf nichts schief gehen. Und es hat alles funktioniert. Ja, und er wird auf Platz 1 bleiben. Und Gonzales bleibt 6. Das heißt, alle die hinter uns den Boxenstopp auf Runde 8 getrimmt haben, haben jetzt hier massiv gewonnen.
Die Frage ist jetzt, wollen wir richtig Gas geben? Ich glaube, wir müssen am Anfang, sobald das Safety Car reinkommt, richtig Gas geben und hoffen, dass wir vorn bleiben, solange es irgendwie möglich ist. Und dann einen längeren Stint am Ende machen. Das hilft uns jetzt natürlich, unsere Reifen zu schonen. Gilt allerdings auch für die ganze Konkurrenz. So, das Feld schließt jetzt Stück für Stück wieder auf. Eine Runde fährt das Safety Car noch. Da sind wir dann in Runde 10. Wir kommen wieder rein in Runde 15. 14 und 15, ne? Ne, 15 und 16 müsste das sein. Man sieht, wie krass die Temperatur hier ist. Die Reifen, trotz dass wir sie ganz sanft mit denen fahren, sind immer noch ziemlich warm. Kriegst du kaum abgekühlt, ne? Das ist schon krass. So, diese Runde fährt das Safety Car rein. Gleich kommt der fliegende Neustart. So, Safety Car haut jetzt ab. Und wir gehen jetzt hier auf Vollgas. Und los geht's. Monarolo kann direkt angreifen und holt sich hier Lavoie. Gonzales schießt an allen vorbei und ist noch vor der ersten Kurve schon direkt auf Platz 3. Aber Monarolo tut es ihm fast gleich, hat allerdings jetzt dummerweise die Außenbahn bekommen. Hier hinten ist es richtig spannend. Wir gehen mal auf Monarolo. Ist jetzt auf Rang 5 derzeit. Und wenn es jetzt gut klappt mit Windschatten von Gonzales, Rang 4. Ja, hier sieht man das Steinmann Motorsport, die Ferraris hier, Scuderia Rossini und wir mit die besten Möglichkeiten haben, obwohl unser Motor ja jetzt gar nicht so toll ist, ne? Aber irgendwie scheinen wir eine gute Abstimmung gefunden zu haben. So, mal sehen, wie wir das mit dem Reifenabrieb hier gut hinbekommen. Runde 12 sind wir jetzt. 13. Derzeit ist die Temperatur in den Reifen noch gut und der Reifenabrieb noch nicht so hoch gewesen. So, bei Carreras müssen wir jetzt aber schon mal runtergehen ein bisschen. Und beim Sprit müssen wir jetzt auch schauen. Monarolo attackiert hier. Gonzales. Drei Runden. Ne, wir fahren eigentlich nur noch die zwei Runden bis Runde 15. Strambi kommt zum nächsten Boxenstopp. Das wird wahrscheinlich eine Drei-Stopp-Strategie. Oh nein, Monarolo ist von der Strecke abgekommen. Das ist natürlich gar nicht gut. Er hat sie jetzt Boden verloren. Muss sich jetzt wieder rankämpfen. An Larsen ist sie vorbeigekommen. Und Gonzales holt auf Carreras. So, Monarolo wird in dieser Runde jetzt reinkommen. Holt sich wieder die weichen Reifen ab.
Und dann sind es noch 7 Runden zu fahren. Und Gonzales macht mächtig Druck auf Carreras. Der wird aber in dieser Runde reinkommen. Das heißt, Carreras kann jetzt schon mal auf Vollgas gehen. Beim Benzin allerdings dann nicht mehr. Da müssen wir ein bisschen runterdrehen, dass er dann auch noch bis zur Box kommt. So, wie wird es mit dem Boxenstopp? Ist das zu hoch? Das weiß ich noch nicht. Wir gehen hier weiterhin auf weiche Reifen, auch wenn das nur noch 6 Runden sind. Nee, komm, wir machen hier sehr weiche Reifen. Bei Carreras. So, Monarolo, Boxenstopp. Hat funktioniert. Ist derzeit auch an Gonzales vorbei. Die Frage ist, wie lang. Ne, Gonzales, da ist irgendwas passiert. Da musste bestimmt reparieren oder so. Hat ja einen riesen Rückstand auf einmal. Und jetzt kommt Carreras rein. Zweiter Boxenstopp. Und auch problemlos. Und Carreras kommt vor Monarolo raus und Monarolo bleibt auch vor Lavoie. Sehr schön. Beide haben ein bisschen viel Treibstoff, das macht aber nichts. Das war beabsichtigt, hier die eine Runde mehr. Da haben wir am Ende was zum Verteidigen. Wichtig ist jetzt Monarolo, dass die mit den Reifen gut haushaltet am Anfang hier und sich gegen Larsen, Lavoie, Strambi und Gonzales wehren kann. Wir haben wieder die Führung übernommen und Gonzales hier auf Platz 6 derzeit. Das ist ja eigentlich unser Gegner. Und je mehr hier noch dazwischen sind, umso besser ist es jetzt auch gerade am Anfang dieses letzten Drittels des USA Grand Prix. Also, dass Lipponen hier ausgeschieden ist, hat uns natürlich sehr gut in die Karten gespielt. Und für Carreras war es das Beste mit dem Safety Car. Und jetzt heißt es eigentlich, das Ding noch nach Hause fahren. Larsen und Lavoie kämpfen hier sehr stark gegeneinander. Und Gonzales kann die Pace nicht mitgehen mehr. Scheint wohl Probleme mit dem Auto zu haben. Hat auch einen sehr hohen Reifenverschleiß jetzt schon. Lavoie steht hier am besten da. Und Strambi wird wahrscheinlich auch nochmal in die Box gehen müssen. Und derzeit fährt er noch weiter, aber die Reifen sehen nicht gut aus bei Strambi. Ja, und Lavoie. Das läuft hier, ne? Auf dieser Strecke. Da kann das Windsor Racing Team hier bestimmt gute Punkte holen. So, dann sind es jetzt noch 2 Runden. Unsere Fahrer haushalten ganz gut mit den Reifen. Ja, und Strambi kommt jetzt an die Box. Damit ist es natürlich, er hat sogar aufgegeben, mechanisches Problem, damit ist er sowieso draußen. Damit rückt die Oste auf. Wird die Oste Gonzales vielleicht sogar noch gefährlich? Man weiß es nicht. Aber es sieht so aus, als ob wir jetzt hier wieder einen Doppelsieg einfahren können. Das wäre der dritte in Folge. Also diese zweite Hälfte oder sagen wir mal, die Mitte der Saison, die ist ja überragend für uns jetzt gelaufen derzeit. Jetzt müssen wir bloß noch die eine Rennrunde hier durchhalten. Wir können jetzt auch einfach hier nach unten stellen, dass nichts mehr technisch passiert. Und diesmal gewinnt sogar Carreras vor Monarolo. Das ist natürlich auch ein Erfolgserlebnis für ihn, nachdem es hier am Anfang sowohl im Qualifying nicht gut ausgesehen hat, am Rennstart vorletzter gewesen am Anfang und dann durch
Ja, durch das Safety Car nach vorn gekommen. Mal ein glücklicher Umstand, aber er hat es dann halt auch nach Hause gefahren. Sehr schönes Ergebnis. Platz 1, Platz 2. Wir haben beide Sponsorenziele erfolgreich bestritten. Gonzales holt noch 2 Punkte, aber das ist halt nicht viel, ne? Wir können hier 12 Punkte mehr holen und haben jetzt schon 43 Punkte Vorsprung vor Steinmann Motorsport. Das sind mehr als 3 Rennen. Wenn wir keine Punkte holen und die jeweils einen Doppelsieg machen. Und es sind ja noch 6 Rennen zu fahren. Also das wird schwer für Steinmann Motorsport, unseren Vorsprung noch aufzuholen. Echt krass, wie wir die letzten Rennen hier gefahren sind. Hätte ich nicht vermutet, dass wir hier im Rennen auch so gut sind. Ich schätze mal, das liegt wirklich an den Temperaturen. Die waren hier um, glaube ich, so 6, 7 Grad geringer als im Qualifying. Im Qualifying waren wir ja eine halbe Sekunde langsamer auf der kurzen Runde als die Top-Teams bei 33, 34 Grad. Und jetzt hatten wir hier 27, 28 im Rennen und waren wesentlich konkurrenzfähiger. Wunderbar. Mich freut, dass hier beide Fahrer jetzt auf den ersten beiden Plätzen in der Meisterschaft. Ja, Lipponen durch den Fehler hat natürlich sehr viel liegen lassen. Das war ja eigentlich immer so der rettende Anker noch bei Steinmann Motorsport. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Jetzt kommt dann Vancouver als nächstes. Da waren wir überraschend stark letztes Jahr. Ansonsten liegt uns die Rennstrecke gar nicht so. Mal sehen, wie das dann laufen wird. Aber es sieht halt sehr, sehr gut aus derzeit für uns, dass wir hier die Meisterschaft holen könnten. Das wäre natürlich bombastisch. So, hier geht's auch voran. Die Konzentration wird bald auf 14 gehen, Fitness auf 11 und dann kommt schon Geschmeidigkeit und Kurvenverhalten. Das Bremsen ist halt noch sein Problem. Und der Motor ist auch gebaut. Ja, super. Ich hoffe, euch hat dieses Rennen gefallen, so wie die letzten 3, 4, ach sagen wir 11 Rennen und oder 10 Rennen. Und ihr seid auch beim nächsten wieder mit dabei, wenn es nach Vancouver geht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.